Eine russische Delegation hat 38 Kinder aus Syrien zurück in ihr Heimatland Russland gebracht. Sie sollen aus Familien mutmaßlicher Mitglieder der terroristischen Gruppierung Islamischer Staat stammen. Kurdische Behörden im Nordosten Syriens übergaben die Kinder an die russische Delegation, sagte der kurdische Außenminister Khaled Ibrahim auf einer Pressekonferenz. Die meisten der Kinder sollen Waisen sein.